Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir aus meinem wunderbaren Chaos. Ich wollte heute mit euch zusammen ein Produkt testen. Und zwar habe ich bei Balea diese Haarmaske gefunden. Erstmal vom Design, Leute, hat sie mich einfach umgehauen. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Und zwar ist es eine Ponytail-Haarmaske. Ich habe mir schon mal die Anleitung angeschaut. Ich müsste jetzt gleich erstmal meine Haare waschen. Ich wollte sie euch nur vorher einmal zeigen. Ich war übrigens beim Friseur, habe Spitzen geschnitten. Sieht gerade gar nicht so gut aus, aber gut. Ich zeige euch einmal meine Haare. Oh, Löwenmähne läuft bei mir. Ja, so sehen sie jetzt aus. Tada! Gut. Und zwar soll das für strapazierte, trockene Spitzen sein. Also trotz Friseurbesuch würde ich sagen, hier kann man noch was verbessern. Genau, ich soll jetzt einmal meine Haare waschen. Und aufs Handtuch trockene Haare soll ich meinen Pferdeschwanz binden. Also so wie eben. Ne? Und dann soll ich das da irgendwie so rüberstülpen. Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal einfach, dass ich meine Haare einmal kurz wasche mit Shampoo. Und mir das Ding über meinen Zopf stülpe. Und dann melde ich mich wieder. So, Haare sind gewaschen. Ich habe übrigens dieses Shampoo hier benutzt. Man sieht, es ist auch nass. Und zwar ist das hier Daily Defense. Davon hatte ich schon mal eine Kur, da war ich super happy mit. Seitdem habe ich das Shampoo, also mit keine Ergebnisse verfälscht werden. Das benutze ich sehr häufig. Also eigentlich sollten meine Haare nicht besser oder schlechter sein. Ohne die Maske, ne? Der Maske ja wohl hoffentlich besser. So sieht das jetzt aus. Sie sind schön noch feucht. Naja, Handtuch trocken. Ich mache mir jetzt einen Pferdeschwanz, Kinders. So. Mann. Sieht halt gut aus. Ja, er hier ist so mein Vorher-Nachher-Test. Der passt jetzt einfach nicht mehr mit rein. Obwohl, vielleicht kriege ich ihn ja doch noch hier mal. Ah! Okay, komm. Die Spitze doch noch mit rein. So, jetzt packe ich das hier mal aus. Jetzt soll ich das... Also erstmal, wie sieht denn das aus? Okay. So sieht das aus. Ah, hier ist auch so ein Band mit dran. Ach du heilige grüne Neune. Maske über den Pferdeschwanz ziehen und mit dem Gummiband fixieren. Ja, die Frage ist jetzt ja nun... Ach so, da ist so Zeug drin. Das sieht aus wie eine Creme. Wie soll ich das denn machen? Ich muss jetzt erstmal mit den Händen öffnen, dass meine Haare da überhaupt reinpassen. Okay, vielleicht ist das für kürzere Haare gedacht. Hilfe, wo ist jetzt das Gummiband? Da... Ach so, bestimmt hätte ich das hier so zumachen sollen. Also hier ist so ein Gummiband dran. Okay. So. Wie das aussieht. Okay, das soll ich jetzt 20 bis 25 Minuten einwirken lassen und währenddessen meine Haare da so einmassieren. Ich weiß halt gar nicht, ob das jetzt so gut ist, weil theoretisch... Mir wird immer gesagt, wenn man mit nassen Haaren auch schlafen geht, mit dem Handtuch oder so auf dem Kopf, dann brechen die ja, weil die ja nicht gerade runterhängen. Aber wenn die Maske das mir so sagt, dann tue ich das so. Weil die sind natürlich, hängen jetzt ja nicht gerade runter. Naja, gut, dann werde ich mich in 20 bis 25 Minuten nochmal melden. Dann soll ich den Spaß nicht ausspielen. Und dann gucken wir, wie das ausschaut, wenn es trocken ist. Genau, schick. So, ich gehe jetzt mal mit euch in mein übrigens auch... leeres Badezimmer und wasche das jetzt mit lauwarmem Wasser einmal aus. Oh wei. Also es fühlt sich schon mal sehr gut an, aber mal gucken, wie es nach der Dusche so ist. Bis gleich. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich kann mir die Haare hier unten büschelweise gerade rausziehen. Seht ihr das? Hier habe ich welche angehangen, zum Beispiel. Das kam mir schon entgegen. Ich will es nicht auf die Maske schieben, aber so gut fühlen sich die Haare nicht an. Also nicht besser, als hätte ich sie jetzt eben nur gewaschen. Okay, wow, hier habe ich mir auch ein Teil der Haare rausgerissen mit dem Gummi. Bravo! Obwohl das ja eigentlich außenrum ging. Ich lasse die Haare jetzt tatsächlich Luft trocknen, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn es trocken ist, aber... Kennt ihr es, wenn man eine richtig gute Maske oder so hat, dass es dann eigentlich fühlen sich die Haare viel, viel besser an. Und das hatte ich jetzt gerade beim Auswaschen nicht so doll. Aber mal schauen. Also ich finde sie jetzt auch nicht schlecht
an, aber jetzt nicht irgendwie bedeutend besser, sagen wir mal so. So, willkommen zurück. Ich habe meine Haare jetzt lufttrocknen lassen. Die Kleine ist jetzt ja auch schon neben mir und schon wieder wach. So sehen sie tatsächlich aus und ich muss sagen, wenn ich da so mit den Händen durchgehe, sie fühlen sich wirklich besser an. Du willst noch mehr? Haben wir nicht mehr. Das Einzige, was ich sagen muss, ich habe echt tierischen Haarausfall, aber ich will nicht sagen, dass es wirklich von der Maske kommt. Aber ja, kann ich empfehlen. Also sie fühlen sich echt super an. Ich hätte es nach dem Waschen nicht gedacht. Also wirklich nicht. Und für 2,50 finde ich, das geht. Wobei ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine teurere Maske hochrechne auf die Anzahl, wie oft ich sie benutzen kann, ist es, glaube ich, fast günstiger. Ja, hier nochmal meine Spitzen. Tatsächlich sehen sie echt deutlich besser aus und es ist noch ungekämmt. Ich kann sie jetzt ja gleich nochmal kämmen. Ich zeige euch das nochmal. Übrigens gehen die Haare jetzt auch mega gut durchzukämmen. Ist tatsächlich deutlich besser, als wenn ich nur mit Shampoo und Spülung und Maske wasche und ich habe kein Öl drin, ne Leute, kein Öl. Der Hammer. Doch, finde ich sehr gut. Aber ich glaube, Öl müsste noch rein. Meine Haare sind immer so geladen, sag ich mal. Okay, wow, guckt mal, wie sie gekämmt aussehen. Also sehen sie tatsächlich gewaschen, definitiv nicht gekämmt aus. Wow, guckt euch das an. Also gekämmt sehen sie so aus. Deutlich glänzender, voller und weicher. Ich bin echt zufrieden. Also kann man weiterempfehlen. Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob 2,50 für eine Anwendung ein guter Preis ist. Ich fand es in dem Moment nicht teuer. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich kann auch eine ganze Maske für 20 Euro kaufen. Die kann ich deutlich mehr benutzen als 8-mal. Naja, wie auch immer. Lasst euch selbst überzeugen. Also schlecht ist sie definitiv nicht, meiner Meinung nach. In diesem Sinne verlinke ich euch hier noch meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wenn ich ein bestimmtes Produkt mal testen soll. Bin sehr gespannt. Aber ich habe noch ganz viele.